Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, und ich habe nur eine kleine Anmerkung zu machen zu Escape from Tarkov. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, ist die Extended Alpha gestartet. Das heißt, unter anderem enthält die erweiterte Alpha-Version jetzt, also die Extended Alpha, ja, folgende neue Features und Inhalte. Also, wie ich eben gerade schon sagte, den Raid-Standort The Woods, Weiten mit weiten Freiflächen, dichte Waldvegetation, ganz neue Taktik und Spielerfahrung, das Waffenversagen und das Reparatursystem sind drin. Gruppenerstellung ist endlich drin in den Raids, allerdings zurzeit irgendwie immer nur Fünfergruppen. Bei Zweiergruppen habe ich das schon ausprobiert, irgendwie werden wir da andauernd wieder aufgelöst. Keine Ahnung, wie gesagt, ist alles noch nicht so spruchreif, ist ja alles noch Entwicklungsstadium technisch. Denke, das werden die hoffentlich noch ändern, weil ich nicht immer bloß in der Fünfergruppe da rumrenne. Was ich meine. Dann haben wir noch die verbesserte Spielphysik. Arbeiten zur Leistungsoptimierung und Fehlerbehebung von bestehenden Problemen. Das ist klar, das sind laufende Arbeiten. Ja, in wenigen Tagen, meine Freunde, das wird einige von euch natürlich auch wieder freuen, werden die Entwickler damit beginnen, neue Teilnehmer den erweiterten Alpha-Zugang zu ermöglichen. Von den Pre-Order-Paketen, das heißt, Prepare for Escape haben so 50% Chance, von denjenigen, die halt noch keinen Zugang haben, und von der Left Behind Edition haben 25% derjenigen, die noch keinen Zugang haben, jetzt dann die Chance, wieder ausgewählt bzw. selektiert zu werden. Darüber hinaus werden mit dem Start der erweiterten Alpha die Chancen für Tests zugelassen. Das heißt, folgende Pre-Order-Pakete, die ihr euch jetzt holt, haben jetzt eine stärkere Prozentchance, Zugriffswahrscheinlichkeit zu bekommen. Die Prepare for Escape Version kriegt jetzt 75 anstatt 50% und die Left Behind Edition 50 anstatt 25% der Zugriffswahrscheinlichkeit. Was noch viel wichtiger ist, meine Freunde, die NDA-Sperre ist, nein, leider noch nicht weg. Jedenfalls nicht bei jedem. Die wird wohl Stück für Stück bei den Usern aufgehoben. Also, dass jeder dann irgendwann natürlich auch diese NDA-Sperre nicht mehr besitzt und auch Aufnahmen machen kann, etc. pp. So wie ich das über die Facebook-Seite bisher mitbekommen habe, gibt es einen russischen und einen englischen Twitch-Streamer, die das bereits, ja, dürfen. Das sind wohl die Emissaries, war ja klar, dass die denn da, die im Endeffekt auch in den Foren da so ein bisschen das Sagen hatten, dass die das natürlich als erstes zeigen dürfen, finde ich, ja, okay, mag ein Schachzug sein, weil die ja vielleicht noch so ein bisschen involviert sind, was sie zeigen sollen oder so, keine Ahnung. Ein bisschen scheiße finde ich es, weil ich eigentlich gedacht habe, ja, das läuft so gleichermaßen, damit ich auch das direkt zeigen kann. Ich bin gespannt, wann ich dann freigeschaltet werde, dass die NDR-Sperre verschwindet, um das zeigen zu dürfen. Weil es ist doch ein wenig kacke, wenn das wirklich jetzt nur so Stück für Stück geht. Ich hoffe nicht, dass ich der Letzte bin. Das will ich nämlich nicht. Das ist scheiße, sind Dreck. Nein, meine Freunde, das eigentlich nur ganz kurz zur Info. Natürlich sind in dem Update noch einige andere Dinge mit passiert, sodass zum Beispiel sich die KI stark verändert hat, im Gegensatz zu vorher, dass ich zwischendurch das Gefühl hatte, ich spiele gegen Spieler, dabei waren das KI. Oder beziehungsweise dabei war das KI. Also, es gibt auf jeden Fall, wenn wir es dann zeigen dürfen, viel zu sehen. Und ich freue mich drauf, euch das zeigen zu dürfen. Ansonsten, meine Freunde, halte ich euch gar nicht weiter in eurer Silvesterplanung ab. Ich wünsche euch ein frohes Silvester. Lasst ordentlich knallen, meine Freunde. Und wir sehen uns im Jahr 2017 wieder. Und bis dahin, meine Freunde, haltet die Ohren steif. Schaut nicht so viel ins Glas. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.